Es ist nach Mitternacht. Ich bin unterwegs mit Nadine, auf einem Weg, auf den sie sonst nie jemanden mitnimmt. Nadine verdient ihr Geld in einem Bordell seit 12 Jahren. Das wird immer schwerer, ne, diese Arbeit. Das auszuhalten, das zu ertragen. Dann sagst du dir zwar, komm, Augen zu und durch, ne? Aber das funktioniert einfach nicht mehr. Glaubst du, es gibt Menschen, die diesen Beruf wirklich gerne machen? Nee, glaube ich nicht. Also wenn man sehr ehrlich zu sich selber ist, glaube ich das nicht. Denkst du übers Aussteigen nach? Ja, klar, ich bin das ja gerade am Versuchen, ne, da rauszukommen. Das ist natürlich super wichtig, weil das davon hängt ab, wie mein weiteres Leben verläuft. Ne? Kannst du dir ein Leben ohne diesen Ausstieg vorstellen? Sehr schwer. Also sicherlich könnte man so weiterleben, aber es wäre dann ein sehr unglückliches Leben. Als wir mit den Dreharbeiten beginnen, ist Nadine Ende 20. Sie will sich ein richtiges Leben aufbauen, bevor sie den Absprung nicht mehr schafft. Ich kenne Nadine seit 2014. Immer wieder hat sie versucht, aus der Prostitution auszusteigen, ohne Erfolg. Wir schreiben uns regelmäßig über WhatsApp. Unsere Nachrichten werden schließlich über 200 Seiten füllen. Lange ist völlig ungewiss, ob wir sie mit der Kamera begleiten dürfen. Januar 2017. Nadine hat einem ersten persönlichen Treffen zugestimmt. Ich bin aufgeregt, sie sicher auch. Wir vereinbaren, dass Nadine im Film nicht erkannt werden soll. Nadine nimmt mich mit nach Hause. Sie bereitet sich auf ihre Schicht im Bordell vor. Andere Leute gehen abends irgendwie weg, gehen ins Kino oder unternehmen sonst irgendwas. Fällt bei mir alles flach. Wochenende natürlich auch, weil da bin ich ja auch immer arbeiten. Dann, wenn andere Leute zum Beispiel mal feiern gehen oder was weiß ich, mal einen Wochenendtrip oder so. Man hat keine Zeit für sich oder mir bleibt dann eigentlich nur noch schlafen. Das ist kein Leben. Nadine wohnt mit Freund und Katze in einer kleinen Wohnung. 6 Tage die Woche geht sie um 12:30 mittags aus dem Haus, kurz bevor ihr Freund nach Hause kommt. Die beiden sehen sich selten. Heute begleite ich Nadine ein Stück auf dem Weg zum Bordell. Mindestens 10 Stunden Schicht liegen vor ihr und 15 Kunden, wenn es gut läuft. Wenn du jetzt zur Arbeit fährst, für dich ist das ja Routine, du machst das ja schon sehr, sehr lange. Was denkst du, wenn du fährst? Ich habe Lust, ich habe keine Lust. Ist das so, wie wenn ich zur Arbeit fahren würde? Ich frage mich das immer, weil der Job doch so ein anderer ist. Ja, ich glaube, auf dem Weg zur Arbeit ist das wie, als ob ich zu einem normalen Job fahren würde. Da mache ich mir dann Gedanken, wie, was weiß ich, was ich noch vielleicht am nächsten Tag einkaufen muss oder die Verkehrslage. Wie geht das vonstatten? Du kommst an, richtest dein Zimmer ein? Oder? Genau, dann ziehe ich mich um, mache mich fertig und dann setze ich mich da in den Schaukasten und warte auf Kundschaft. Gibt's gute, gibt's schlechte Tage, Wochentage? Gibt sicherlich bessere Tage und schlechtere Tage. Manchen Tagen verdient man mehr, an anderen weniger. Das Geschäft ist schwieriger geworden mit den Jahren. Es gibt immer mehr Frauen, die das machen und die es auch sehr günstig anbieten. Auch diese Bordelle, die dieses Flatrate, diese Flatrates anbieten, das macht das Geschäft alles schwieriger. Also man kann sich das als Laufhaus vorstellen mit ca. 80 Prostituierten. Da können die Freier halt durchlaufen und sich die jeweiligen Frauen anschauen.
und dann aufs Zimmer gehen. Die Arbeit an sich empfinde ich auch mittlerweile als menschenunwürdig. Man wird auch wirklich behandelt, einfach wie ein Stück Fleisch. Für heute trennen sich unsere Wege. Nadine geht arbeiten bis Mitternacht. Ein paar Wochen später treffe ich Nadine mit ihrem Freund. Auch er will unerkannt bleiben. Tom hat einen ganz normalen Beruf. Die beiden sind seit 1,5 Jahren zusammen und er möchte, dass sie jetzt endlich aussteigt. Ja, schon eine sehr große psychische Belastung. Auf Dauer hält das, glaube ich, kein Mensch aus, eine Freundin oder zu haben, die in so einem Gewerbe tätig ist. Das geht nicht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es echte Liebe ist, wenn jemand sagt, mir ist es egal, wenn meine Freundin in diesem Beruf arbeitet. Also kann ich nicht als wahre Liebe bezeichnen. Wenn ihr beide so in eure Zukunft guckt, gibt es da einen Traum? Gibt es da einen Traum? Ja, einfach ein ganz normales Leben haben, ne? Also jeder geht seiner Arbeit ganz normal nach, man kommt abends zusammen, kann am Wochenende was unternehmen. Man muss sich nicht mehr verstecken und aufpassen, was man sagt oder dass man keinen trifft irgendwie, der jetzt einen, also mit meiner Vergangenheit dann in Verbindung bringt, dass man halt ganz, ja, ganz normal und entspannt leben kann, so wie eigentlich alle normalen Leute irgendwie. Zusammen im Urlaub fahren. Ja. Ja, das sind normale Dinge halt, die für andere Leute Standard sind. Ne? Zusammen alt werden, glücklich sein. Ja. Eins ist sicher, wir brauchen professionelle Unterstützung. Doch Hilfe für Frauen, die aus der Prostitution aussteigen wollen, gibt es in Deutschland immer noch viel zu wenig. Nadine hat einem Treffen bei Solvodi zugestimmt, einer Hilfsorganisation, die gegen Menschenhandel kämpft und beim Ausstieg aus der Prostitution hilft. Ich arbeite ja jetzt schon recht lange in der Prostitution und würde gerne aussteigen. Ich würde gerne einen vernünftigen Beruf nachgehen. Ich würde gerne ein duales Studium beginnen. Mhm. Was mir halt Sorgen bereitet, ist halt die Bewerbung an den jeweiligen Arbeitgeber. Je länger man das macht, desto größer wird die Lücke im Lebenslauf. Und damit wird es dann auch einfach schwierig, sich irgendwo zu bewerben. Mhm. Haben Sie Abitur gemacht? Ja, 2008. Warum ist denn jetzt aktuell der Wunsch so groß, aussteigen zu wollen? Ja, irgendwann hält man das auch einfach nicht mehr aus. Und vor allen Dingen, wenn man dann einen Partner hat, dann wird es halt umso schwieriger. Er wünscht sich. Ja. Was ja auch nachvollziehbar ist. Ja. Ja. Aber ist es eher sein Wunsch, dass Sie aussteigen? Oder ist es wirklich auch Ihr Wunsch, aussteigen zu wollen? Nee, es ist ganz klar auch mein Wunsch. Und das eigentlich auch schon seit Jahren. Aber irgendwie verpasst man dann auch irgendwie. Und man hat eine riesen Lücke im Lebenslauf. Also kein seriöses Unternehmen würde eine Prostituierte einstellen. Es regt mich total auf, dass sie in ihrer Bewerbung nicht schreiben kann, ich war von 2000 irgendwas bis 2017 tätig in der Prostitution. Weil ich weiß nicht, wie viele Männer da hingehen. Und die Politik will, dass Prostitution ein Beruf ist wie jeder andere. Dann muss sie das doch eigentlich auch in ihre Bewerbung reinschreiben können. 2008 bis 2017 Prostituierte. Warum geht das nicht? Nee, ich habe da die Antwort. Mich regt das genauso auf. Aber da muss man mal einen Arbeitgeber eben fragen und tatsächlich auch mal nachfragen. Wir haben ja auch immer wieder die Situation der Gerüchte, wo sie dann von Mitarbeitern angesprochen wird, die sie nicht als Klient oder als Freier kannten, die dann aber nachfragen. Meine größte Angst ist halt mit der Wahrheit, dass es eben dann eine Runde macht und dann vielleicht auch nicht nur meine Person betrifft, sondern auch mein näheres Umfeld, meine Familie, Freunde. Ich gebe dir das mit. Und du kannst ja aus dem Lebenslauf, den du schon für die anderen Stellen vorbereitet hast. Von wegen ganz normaler Beruf. Prostitution sollte man im Lebenslauf unbedingt verschweigen. So auch die Erfahrung der Beraterin. Und dann kommst du wieder und dann bringen wir das alles in ein richtiges Format. Alles klar. Ja? Super. Dankeschön. Wird das bei ihr schwierig oder glauben Sie, dass sie das schaffen kann?
Vor allen Dingen, sie muss dran glauben und sie muss es wollen. Und man muss einfach damit rechnen, dass es immer wieder Momente des Zweifelns gibt, vielleicht auch der Versuchung, doch weiterzumachen. Was hast du denn jetzt nach dem Gespräch für ein Gefühl? Ich habe jetzt auf jeden Fall ein viel besseres Gefühl. Ich bin auf jeden Fall zuversichtlicher, weil man auch einfach nicht mehr so alleine dasteht. Man hat jemanden an der Hand, der einen begleitet und der einem Tipps gibt. Mein Eindruck, Nadine will den Ausstieg wirklich schaffen. Wie steinig der Weg sein wird, wissen wir beide noch nicht. 2 Monate später. Nadine hat zugestimmt, dass ich sie bis auf die Arbeit, also ins Bordell, begleiten darf. Die Fahrt dauert über 1 Stunde. Hast du manchmal Angst vor deiner Arbeit? Ängste gibt es da ganz viele, ne? Ich habe natürlich Angst davor, dass ein Freier vielleicht mal sehr gewalttätig wird oder natürlich auch Angst vor Krankheiten. Also ich mache nichts ohne Kondom. Da kann mir auch der Freier bieten, was er möchte, also ist mir egal. Und was für Sachen sind da so unterwegs? Also ich persönlich hätte jetzt vielleicht die meiste Angst vor AIDS, aber was gibt's denn da so? Ja, daneben gibt es halt Syphilis, Gonorrhoe, Pilze, Chlamydien. Ach, gibt eine ganze Menge. Es sind ja auch nicht nur, ich denke dann auch immer, das sind ja auch nicht nur die Geschlechtskrankheiten, die sich da vielleicht eventuell übertragen. Also was ich da manchmal sehe, ne, das ist wirklich abartig. Ne? Da kommen die Männer, die haben, ich weiß nicht, was für Hautkrankheiten die dann haben oder mit Nagelpilz an den Füßen und also weiß ich nicht. Und da kannst du dich ja auch nicht vorschützen, ne? Du musst dich ja auf dasselbe Bett dann irgendwie legen. Ist das nicht manchmal auch eklig? Ja, nicht nur manchmal. Das ist eigentlich immer eklig. So da, wo ich jetzt hier arbeite, ne, das ist Blasen und Verkehr, alles mit Schutz, ist in der Regel 50 Euro. Und dann gibt es Frauen, die machen für die 50 Euro inklusive oral beidseitig, Blasen ohne, Küssen, was weiß der Geier. Die machen irgendwie alles für diese 50 Euro. Ich verstehe da auch die Freier nicht. Ne? Wirst du schon komisch angeguckt, wenn die dann fragen, Blasen ohne Kondom und du sagst da nee. Und da sind die immer ganz verdutzt, die denken, das gehört zum Standard. Ne? Und die machen sich da überhaupt keine Gedanken drüber. Es gibt ja nicht nur AIDS, ne? Es gibt ja auch andere Infektionskrankheiten, mit denen man sich auch als Mann damit anstecken kann. Ne? Das ist bestimmt auch keine tolle Vorstellung, wenn sich der Mann denkt, 5 Minuten vorher war da irgendwie ein anderer ohne Kondom drin und vielleicht auch bis zum Ende und dann steckt der da sein Ding rein. Ne? Also ich verstehe das nicht. Weiß auch nicht, wie man so verblendet sein kann, ne? Und das nicht sehen möchte. Gibt es viele von deinen Kolleginnen, die das anders sehen? Ja, es gibt sehr viele Kolleginnen, die das da anders sehen. Ne? Ich glaube, da stecken dann aber noch ganz andere Strukturen hinter, wo die dann auch wirklich von ihren Zuhältern mehr oder weniger auch da, ja, dazu gezwungen werden, das ohne Schutz anzubieten, weil das dann auch mehr Geld bringt. Du hast ja keinen Zuhälter, also kannst du das für dich allein bestimmen, oder? Richtig, ja. Ja gut, ich habe natürlich auch einen finanziellen Druck. Ich muss ja auch Geld verdienen. Ne? Ich muss dann auch sehen, wie ich es mache. Aber glücklicherweise natürlich ohne Zuhälter. Ne? Dass diese reflektierte Frau sich einer solchen Arbeit aussetzt, ich kann und will mir das nicht vorstellen. Dann sind wir da. Hier verdient Nadine ihr Geld, wie rund 80 andere Frauen. Das Zimmer kostet 140 Euro Miete pro Tag. Für mindestens 6 Tage die Woche muss jede Frau zahlen, sonst kriegt das Zimmer eine andere. Viele junge Frauen geraten auf ähnliche Weise in die Prostitution wie Nadine. Ein Mann, oft deutlich älter, isoliert die Frau von ihrer Familie und verspricht die große Liebe. Die aber hat nur dann Bestand, wenn die Frau Geld verdient. Ja, also ich bin ja durch meinen damaligen Freund schon in die Prostitution gekommen, ne? Und ich muss, also wir hatten eine Vereinbarung, dass ich dem halt auch das Geld gebe, ne? Ja, also ich habe damals mit 17, 18 noch zu Hause gewohnt und es war halt eigentlich schon eine schwierige Zeit für mich. Und ich habe mich halt so ein bisschen verloren gefühlt in der Familie und hatte halt niemanden und dann habe ich halt diesen Mann kennengelernt und der war halt für mich da. Ne? Und das war in dem Moment einfach ganz wichtig. Das war eine große emotionale Stütze, weil
Der war immer für mich da, der hat mir zugehört, der hat mir geholfen oder also ich konnte mit ihm reden und dann war ich im Prinzip ja emotional abhängig von ihm. Und dann so meine ersten Erfahrungen im Milieu, dass Männer so, ich habe gedacht, Männer bezahlen sogar für den Sex mit dir. Ich muss ja wunders wie toll sein und wie toll aussehen und so. Und das hat mir einfach unglaublich viel Selbstbewusstsein gegeben. Und dann, ja, ich habe mich erstmal gut damit gefühlt. Ne? Nur irgendwann bröckelt die Fassade. Ne? Für mich ist das alles eine völlig fremde Welt. Mir wird klar, ich muss Nadine helfen, hier rauszukommen. Ich spüre, dass ich in eine Sache hineingerate, die mir auch als Mensch sehr nahe geht und mehr Einsatz als üblich erfordert. Distanzierte Reporterin bin ich schon lange nicht mehr. Nadine braucht aktuelle Fotos für die Bewerbungen. Nicht einfach, wenn das Selbstbild kaputt ist. Ihr Körper ist ihr Werkzeug. Bislang verdient sie mit ihm ihren Lebensunterhalt. Lieben tut sie ihn nicht. Diesem Brief möchte ich mich Ihnen als Bewerberin. Wir setzen uns ans Bewerbungsschreiben. Das Ziel: ein Ausbildungsplatz als Teil eines dualen Studiums der Betriebswirtschaftslehre. Nadines Traum. Verbinden möchte. Nach 10 Jahren der Selbstständigkeit das Umfeld eines etablierten Unternehmens suche. Und was sollte dann kommen? Ich habe keine Ahnung. Die größte Herausforderung: mehr als 10 Jahre Lücke im Lebenslauf füllen. Das heißt, die am wenigsten schlechte Notlüge finden. Ich bin 30 Jahre alt und verfüge über mehr als 10 Jahre Berufserfahrung als selbstständige Eventmanagerin. Jetzt wird es ernst. Studienberatung an einer Fachhochschule. Wir melden Nadine als ganz normale Bewerberin an, die wir mit der Kamera begleiten wollen. Doch dann der erste große Stolperstein. Die Zeit arbeitet gegen uns. Jetzt meine entscheidende Frage. Wann möchten Sie mit dem Studium starten? Dieses Jahr. Dieses Jahr. Das wird schwierig. Das ist also das große Problem. Muss ich noch ganz offen einfach sagen, weil gerade bei BWL, aber eigentlich bei allen dualen Studiengängen ist es so, dass die Vorlaufzeit der Bewerbung eigentlich immer ein Jahr im Voraus ist. Bei Ihnen ist natürlich der große Vorteil, dass Sie jetzt schon im Grunde genommen gearbeitet haben, dass Sie Berufserfahrung gesammelt haben. Und das müssten Sie natürlich dann auch in Ihre Bewerbungen hineinlegen, dass Sie also zeigen, was Sie auch dem Unternehmen liefern können. Der Studienberater kennt Nadines aktuelle Tätigkeit nicht und trifft bei ihr einen Nerv. Nadine fühlt sich entmutigt, wertlos, glaubt, dass sie nichts vorweisen kann. Oft scheitert der Ausstieg am mangelnden Selbstbewusstsein. Mit sich bringt, hat das Lust gemacht oder eher Angst? Ja. Mein Eventmanagement ist ja jetzt kein Unternehmen wie jedes andere. Aber es gibt ja doch ein paar Sachen, die du daraus, denke ich, mitbringst. Also Menschenkenntnis zum Beispiel, oder? Ich glaube, dass ich Menschen sehr schnell vorverurteile. Männer. Meinst du? Ja, glaube ich. Ja, aus dem Eindruck heraus, den du damit hast, ne? Ja, ja. Gemeinsam simulieren wir das Vorstellungsgespräch. Nadine hat Angst, dass ihre Trickserei beim Lebenslauf auffliegt. Warum? Ich möchte aus der Selbstständigkeit heraus. Ich brauche einfach ein bisschen mehr Sicherheit. Wie wollte ich das denn jetzt nochmal sagen? Ich möchte aus der Selbstständigkeit raus. Ich brauche mehr Sicherheit. Mehr Sicherheit. Möchte mich weiterentwickeln? Möchte mich weiterentwickeln. Vor allen Dingen interessiert mich der Bereich Marketing, Verkauf. Oh, stand jetzt noch in der Bewerbung drin. Dann kommt der große Tag.
Nadine hat das erste Vorstellungsgespräch für einen Ausbildungsplatz zur Bürokauffrau. Ja, die größten Sorgen mache ich mir eigentlich um meine Glaubwürdigkeit, dass halt zu der Legende, die wir uns überlegt haben, zu viele Fragen kommen und dass ich denen nicht standhalten kann und halt nicht ordentlich antworten kann. Also wir haben genug geübt. Ich hoffe, das klappt. Viel ja, Erfolg. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Ich warte eine gute Stunde. Wie ist es gelaufen? Also was hast du jetzt für ein Gefühl nach diesem ersten Bewerbungsgespräch? Also grundsätzlich habe ich kein schlechtes Gefühl. Nur halt, der hat halt eine Frage gestellt, wo ich wirklich ins Stolpern gekommen bin, nämlich die Frage nach meinem Tagesablauf als Eventmanagerin. Und auf die Frage war ich nicht vorbereitet und bin da wirklich ins Straucheln und Stottern gekommen. Und da wird er definitiv gemerkt haben, dass da irgendwie was nicht stimmt. Ärgert dich das, dass du den Eindruck erwecken musst, dass du jemand anders bist, als der du bist? Ja, natürlich, total. Ich verleugne ja meine Identität. Ich verleugne etwas, was ich geleistet habe. Und, In dem, was du gemacht hast, steckt Disziplin und Durchhaltevermögen. Glaubst du, die Leute sehen das? Nein, glaube ich nicht. Absolut nicht. Und eigentlich bin ich auch stolz darauf, dass ich immer noch so ein netter Mensch bin, ne? Und wirklich irgendwie normal und nicht drogen- und alkoholabhängig oder kriminell. Und sind denn viele Leute in dem Milieu, die du kennst, über die Jahre, haben die sich verändert? Ja, sehr. Also Drogen und Alkohol sind eigentlich an der Tagesordnung für sehr viele Frauen. Viele sind auch kriminell oder werden kriminell. Mir haben schon andere Frauen ihren Zuhälter auf den Hals gehetzt, damit ich da irgendwie abhaue. Oder man wird bedroht, beklaut. Du bist nie mit Drogen oder sowas, das war für dich nie eine Option? Nee. Das ist jetzt wahrscheinlich das, was dich rettet? Ja, vermutlich. Ja. Gott sei Dank. Für Nadine beginnt eine Zeit zwischen Hoffen und Bangen. Für die erste Bewerbung kassiert sie eine Absage. Weitere folgen. Nadine wirkt deprimiert. Ich merke, sie braucht Rückenwind. Wir schreiben und reden viel darüber, warum es sich lohnt, durchzuhalten und rauszukommen aus dieser Schattenwelt. Was ich total oft erlebt habe, ist einfach, dass Männer sehr grob sind und einem wehtun. Und selbst wenn man das dann sagt, dass es wehtut oder so, oder dass sie vielleicht mal ein bisschen sanfter anfassen oder so, darauf wird nicht reagiert. Also ich würde sagen, 50% der Männer waren liiert oder verheiratet. Waren auch teilweise dann Männer auch dabei, die gesagt haben, dass die Beziehung zu Hause eigentlich gut läuft. Und dann frage ich mich so, was machen die denn dann hier? Gibt man als Antwort, der Mann braucht halt Abwechslung. Ja. Und wenn man dann fragt, ja, was wäre denn, wenn deine Frau das machen würde? Das geht nicht. Ne? Ich glaube, ein psychisch stabiler Mensch, der sich selber liebt, würde niemals in die Prostitution gehen. Also ich glaube, da muss vorher einfach irgendwie schon was schiefgelaufen sein. Was müsste denn die Politik tun? Was ist der richtige Weg, um mit Prostitution umzugehen? Also ich denke, dass der einzige Weg ist, Prostitution zu verbieten. So wie es halt auch in Schweden gehandhabt wird. Und dass halt die Kinder und die Jungs schon ganz anders damit aufwachsen. Mit einem ganz anderen Frauenbild. Dass es nicht normal ist, dass Menschen oder Frauen im Besonderen irgendeine Ware sind, über die man halt verfügen kann, wie, wo und wann man möchte. Das ist ja ein Verstoß gegen die Menschenwürde. Und das ist so offensichtlich und da verstehe ich nicht, dass das nicht durchgesetzt werden kann. Wenn der Staat die Frau nicht schützt, müssen sie sich selbst retten. Und genau das versucht Nadine jetzt. Vielleicht ist heute ihr letzter Tag im Bordell.
Nadine will den Schlussstrich, unbedingt, auch ohne Ausbildungsplatz in der Tasche. Wie ist es denn heute gelaufen? Ja, eigentlich ganz gut. War zwar ruhig, aber ich habe ja auch feste Kunden und dann habe ich da immer ein bisschen Glück mit. Du hast ja schon ein paar Mal versucht, auch auszusteigen. Und warum ist das so schwer? Was ist, also du hast dich auch erkundigt beim Arbeitsamt und so weiter. Warum ist das so schwer, aus diesem Beruf, der einer sein soll, wie jeder andere, in einen anderen Beruf zu wechseln? Ja, aus vielerlei Gründen, ne? Also einmal ist es, glaube ich, schwer, mit so einer Vergangenheit einen Arbeitgeber zu finden, der einen einstellt. Dann, also mir fällt es auch unglaublich schwer zu lügen und das ist ja eine richtige Lebenslüge. Ich habe auch einfach oft gedacht, ich bin ja sowieso eine Nutte. Ob ich jetzt noch aktuell tätig bin oder nicht, ich bleib ja immer die Nutte, ne? Weil ich habe meinen Körper schon verkauft, das heißt, ich habe ja meine Würde irgendwo schon abgegeben. Die kriege ich auch nicht mehr zurück. Und weil das sowieso schon weg ist, dann ist es auch irgendwann egal, ne? Dann, man ist sich dann auch einfach irgendwo selber egal. Und weil man es ja eh schon immer gemacht hat, dann irgendwann, dann ist es einfach egal. Dann machst du es halt. Wenn du in die Zukunft guckst und darauf hoffst, vielleicht doch eine ganz normale Arbeit zu kriegen, glaubst du, das kommt wieder? Ja, logisch betrachtet müsste es ja eigentlich wiederkommen, ne? Weil dann sehe ich vielleicht, dass ich auch ein bisschen mehr kann, als wir nur Beine breit machen. Die Spuren des Tages abwaschen, wenigstens die äußeren. Das ist Routine seit 12 Jahren. Soll das nun wirklich vorbei sein? Wenn Nadine zurückdenkt an ihre Kunden, die Freier, kommen zumindest jetzt keine Zweifel auf. Mich fragen auch oft Kunden, wieso machst du das? Du hast das doch nicht nötig. Und dann drucksen die immer so ein bisschen hin und her. Und ja, das ist doch nicht gut für eine Frau. Und sage ich, wieso denn nicht? Und dann meinte letztens selber einer, ja, im Prinzip ist das eine Form von Vergewaltigung. Sondern auf der anderen Seite sagt er bei der Verabschiedung, ja, dann bis zum nächsten Mal. Dann denke ich, dann verstehe ich die Welt auch nicht mehr, ne? Ein nächstes Mal, das will Nadine nicht mehr. Sie beschließt, sich sofort irgendeinen Job zu suchen und findet ein Angebot für Fließbandarbeit. Spontan bewirbt sie sich. Ich warte wieder vor der Tür, während es für sie drinnen um alles geht. Willkommen zurück im Leben. Ja. Wie ist denn gelaufen? Ja, erstaunlich einfach. Und dann musstest du eigentlich nur sagen, was du bisher beruflich gemacht hast. Aha. Und sonst nichts. Also wirklich gar nicht. Die haben auch nicht nachgefragt, nur kurz angeschnitten, sage ich mal. Und also gerade mal kontrolliert, ob alles so okay ist und dann. Ja. Also noch nicht mal das eigentlich. Freust du dich? Ja. Freust du dich? Ja. Also ich kann es eigentlich noch nicht glauben. Also. Ja. Realisierst du das schon? Nee. Mm-mm. Ich glaube. Ja, ich weiß nicht, das ist so, für mich ist das irreal, dass ich dann, also dass ich arbeite und dann irgendwann ein Gehalt dann auf meinem Konto habe, ne? Ja. So, das. Doch schnell kommen auch die wohlvertrauten Zweifel. Also natürlich bin ich fähig, diese Aufgaben zu lösen, aber irgendwie glaube ich auch, vielleicht schaffe ich es auch nicht, ne? Vielleicht stelle ich mich dämlich an oder keine Ahnung. Hast du schon mit deinem Freund gesprochen? Weiß der schon, dass das geklappt hat? Ja, ich habe ihm das sofort per WhatsApp geschrieben und er hat sich riesig gefreut, hat mir ganz viele Herzchen geschickt und ja, war total aus dem Häuschen. Ist natürlich auch jetzt froh, dass es endlich vorbei ist und dass ein normales Leben halt losgehen kann. Die ersten Arbeitstage stehen bevor und ich bin gespannt. Thank you.
3 Monate später. Ich besuche Nadine und ihren Freund Tom. In der Zwischenzeit sind sie aufs Land gezogen zu Verwandten. Sie müssen jetzt Geld sparen. Informationen zum Verbundstudium, Bankkauf, was wäre denn? Büromanagement am ehesten, oder? Der Traum vom dualen Studium ist endgültig geplatzt. Zu wenig Erfolgsaussichten. Nadine will es nun mit einer kaufmännischen Lehre versuchen. Wieder helfe ich beim Bewerbungsschreiben. Auch wenn die neue berufliche Perspektive noch fehlt, ist ihr Freund glücklich über die Entwicklungen der letzten Monate. Jetzt ist Nadine ja seit 3 Monaten, geht sie einer anderen Tätigkeit nach. Und hat sich das verändert für euch beide? Ja, sicher. Also dieses Gefühl, dass andere Männer mit ihr so zusammen, das war sowieso immer ganz schlimm für mich. Und das ist viel befreiter jetzt für mich. Also ich fühle mich viel lockerer. Und wenn sie aus dem Haus geht, bin ich nicht so verkrampft. Ich kann wieder besser schlafen. Ja, und auch sie ist viel fröhlicher jetzt nach einer gewissen Zeit. Ist halt, ja, es ist schon ja, wie 2 verschiedene Welten eigentlich. Du hast gesagt, wenn jemand als Partner sagt, das macht mir nichts aus, dann ist er entweder bescheuert oder Zuhälter. Genau, ja, so sehe ich das. Dass man sich der Tragweite überhaupt nicht bewusst ist, was das für einen Menschen bedeutet, da zu arbeiten. Weil wenn man das akzeptieren kann und sich über die Tragweite bewusst ist, dann ist einem der Mensch ja eigentlich völlig egal. Irgendwo, dann kann es ja keine Liebe sein. Stimmt. Ich erlebe Nadine reflektiert und abgeklärt. Was ich dabei nicht ahne, der Fließbandjob und die Erinnerung an das Erlebte machen ihr mehr zu schaffen, als sie mir zeigt. Genauso wie die vielen Absagen. Nach fast einem halben Jahr endlich wieder ein Vorstellungsgespräch. Doch der Arbeitgeber verlangt 3 Monate Praktikum unbezahlt. Wenn ich jetzt das Praktikum beginnen sollte, was ja vermutlich an die 3 Monate grenzt und unentgeltlich ist, da ist ja natürlich dann auch die Frage, wie ich das finanziere. Da muss ich natürlich an das Ersparte gehen, was ich mir eigentlich eingeteilt hatte. Das wirft meinen ganzen Plan durcheinander. Aber ich empfinde das, also dieses bürgerliche Leben oder zumindest den Einstieg in das bürgerliche Leben als wirklich verdammt schwierig. Nadine ist kurz davor, alles hinzuschmeißen, aufzugeben. Ja, es bestätigt mir eigentlich, dass, also meine Vermutung, dass die Gesellschaft eigentlich mit dieser Doppelmoral belastet ist. Ne? So auf der einen Seite sagen halt alle, Prostitution, wir müssen tolerant sein und das ist ein Job wie jeder andere und das ist alles okay und pipapo. Und im Endeffekt, wenn aber diejenigen dann selbst persönlich betroffen sind, dass alle dann einen Rückzieher machen, dass dann niemand mehr so tolerant ist und niemand mehr etwas damit zu tun haben möchte. Bei alledem, den Schwierigkeiten, denen du dich jetzt gegenüber siehst, weil es wird dir ja weiß Gott nicht leicht gemacht, ja? Denkst du manchmal, ich gehe wieder zurück? Hast du den Gedanken schon mal gehabt? Ja, den habe ich immer wieder. Also nicht, dass ich dahin zurück will oder dass ich das mache, aber dass es einfach so viel einfacher wäre, ne? Also nur dann würde ich halt alles verlieren und ich würde diese Chance vertun und dann wäre dieser ganze Aufwand umsonst gewesen und ich würde ja irgendwie, da würde ich ja auch nicht wirklich glücklich und vorankommen. Also muss ich das jetzt irgendwie durchhalten. Aber ob das klappt, ist keineswegs sicher. Nadine schreibt mir, dass es ihr schlecht geht. Sie fällt in eine Depression. Sie macht eine Therapie in einer psychiatrischen Tagesklinik. Doch ihr Thema ist nichts für Gruppengespräche. Ich vermittle für Nadine den Kontakt zu einer Traumatherapeutin Ingeborg Kraus. Depressionen, Angstzustände, Rückkehrfantasien über Jahre hinweg, ganz normal bei Aussteigerinnen, sagt sie. Was hat es mit Ihnen gemacht? Nach Beendigung in diesem Beruf sehr, sehr schlecht ging. Ich hatte Angstzustände bekommen. Diese Blackouts sind vermehrt aufgetreten. Ich konnte mich sehr schlecht konzentrieren. Mhm. Ich bin schwer depressiv geworden. Mhm. So, was Sie beschreiben, ist eigentlich typisch. Dass
Meine Prostitution ist kein Job wie jeder andere. Man kann es nur machen, wenn man, ja, wenn man sich sozusagen wegknipst. Ja. Also was Sie beschrieben haben, so auf einmal hatten Sie andere Wahrnehmung von dem Raum und Sie hatten so das Gefühl, vielleicht so ein bisschen neben sich zu stehen. Aber es hat sich gut angefühlt. Ja. Das ist typisch, weil dann ja, so Morphine im Körper ausgeschüttet werden und das fühlt sich wirklich so ein bisschen an. Ja, man fühlt sich eigentlich so wohl. Ja. Mhm. Aber währenddessen erlebt man ja Dinge, die man in einem ja, wachsamen Zustand nicht machen würde. Man erlebt traumatisierende Dinge, die werden in einem anderen Teil des Gehirns gespeichert und die können dann später aktiv werden. Die Rückkehr in ein normales Leben macht das nicht gerade leichter. Aber Nadine hat ihren Freund, diesen Film mich. Sie ist nicht allein. Wir begleiten Sie zu Ihrem vorerst letzten Bewerbungsgespräch. 40 Bewerbungen haben wir zusammen geschrieben. Auch mir fällt es inzwischen schwer daran zu glauben, dass Nadine etwas findet. Verständlich, dass sie nervös ist. Heute geht es um einen Ausbildungsplatz zur Einzelhandelskauffrau. Deiner Miene nach zu urteilen, ist es nicht so bombig gewesen. Doch. Heißt das, dass du jetzt gerade erfahren hast, dass du einen Ausbildungsplatz sicher hast? Ja. Das ist doch ja. Super. Nicht einmal drücken. Klasse. Ja. Und das Größte ist ja noch, dass du selber jetzt das Gefühl hast, dass das wirklich ein Aufbruch und keine Sackgasse ist, ne? Ja, genau. Das fühlt sich am besten eigentlich an. So, dass der Personaler hier mir durchaus was zutraut, so dass er halt auch mein Abitur anerkennt. Auch Nadines Freund Tom ist sehr, sehr glücklich. Herzlichen Glückwunsch, mein Schatz. Dankeschön. Das müssen wir feiern. Ich hoffe, jetzt geht's dir richtig gut. Ja. Das Schönste war eigentlich so zu hören, so, dass er in mir Potenzial sieht, weißt du? Dass jemand an sie glaubt, ist für Nadine wie ein Elixier. Ich bin so stolz auf dich, mein Engelchen. Das Wunder geschieht. Sie hat einen Job, fühlt sich endlich anerkannt, fast wie der Tritt. Die Therapie braucht sie bald nicht mehr. Ja, mittlerweile ist das halt viel besser geworden. Also ich habe jetzt einen festen Ausbildungsplatz und es läuft soweit alles gut. Und ich bin mittlerweile auch an einem Punkt, wo ich mir auch denke, so, dass ich das überhaupt gar nicht begreife, wie ich das damals machen konnte. Also es wäre jetzt für mich unvorstellbar, das nochmal zu machen. Was hat geholfen, weg von der Prostitution zu kommen? Also ich glaube, ganz maßgeblich war halt mein Freund. Und dann natürlich, durch Vorschubshilfe, also ganz, ganz viel Hilfe von ihrer Seite. Das sind eigentlich so die zwei Personen, wo ich sage, ohne die hätte ich das nicht geschafft. Wenn Sie so jetzt auf Nadines Lebensweg gucken, ist das, wo sie jetzt steht, den Ausstieg, den sie offensichtlich geschafft hat, ist das was Besonderes? Das ist wirklich was Besonderes, ja. Und Frau Nadine hat ja selbst gesagt, am Anfang hatte sie sehr oft Wiedereinstiegsgedanken. Das haben viele, ja. Weil Dinge einfach nicht gewährleistet waren. Die finanzielle Sicherheit. Einen Job zu finden, weil da ist eine Lücke im Lebenslauf und niemand wird sich trauen zu sagen, ja, ich war 10 Jahre in der Prostitution. Die ersten Monate der Ausbildung sind vergangen und ich treffe eine völlig veränderte junge Frau. Trotz der 40-Stunden-Woche hat Nadine zum ersten Mal seit über 10 Jahren wieder Zeit für ihr Hobby. Begleitet mich ja auch schon mein ganzes Leben. Ne? Sie hat wieder Zeit für das, was sie liebt, was sie einmal ausgemacht hat. Sie will das Mädchen wiederfinden, das sie einmal war, sagt sie selbst. Wie geht es denn jetzt in der neuen Situation mit der neuen Stelle? Wie fühlt sich das an? Ja, das ist was ganz anderes. Ne? Also das kann man ja auch gar nicht vergleichen. Ja, viel besser. Also es ist schon anstrengend, aber man gewöhnt sich dran. Ja. Hast du mehr Zeit als vorher? Ja, das ist die größte positive Veränderung eigentlich. Also obwohl ich mindestens eine 40-Stunden-Woche habe,
habe ich super viel Zeit. Also ich kann arbeiten, ich habe trotzdem noch irgendwo ein Leben, wo man halt ja, was unternehmen kann. Immer noch dieses Nie wieder? Ja, das denke ich eigentlich schon. Das Komische ist irgendwie, das ist total weit weg für mich. Ne? Ein bisschen so, als ob das eigentlich nie geschehen wäre. Obwohl das ja so, ne, viele Jahre meines Lebens ausgemacht hat. Und noch nicht lang her ist. Ja, genau. Ich denke da schon oft dran. Aber irgendwie ist das auch alles sehr weit weg. Ja. Ist doch eigentlich gut, oder? Ja, ich hoffe schon. Ne? Ich habe ja immer ein bisschen Respekt davor, dass das irgendwann mal wie so ein Hammerschlag dann irgendwie über mich einbricht. Nadines Angst ist nicht unbegründet. Eine heile Welt nach außen. Doch wie fest sie im Sattel sitzt, werden erst die nächsten Jahre zeigen. Noch können die Folgen der traumatischen Vergangenheit alles gefährden. Wird Nadine das Licht sehen, auch wenn die Schatten der Vergangenheit nach ihr greifen? Drei Jahre vergehen. Drei Jahre, in denen Nadine ihre Ausbildung abschließt und wir uns regelmäßig schreiben. Im Januar 2022 ist es dann soweit. Ich werde Nadine wiedersehen. Fast auf den Tag genau 5 Jahre nach unserem ersten Treffen für diesen Film. Nadine ist jetzt Einzelhandelskauffrau. Nach der Ausbildung hat sie sich neu beworben. Mit Erfolg. Sie ist sogar in die Filialleitung eingestiegen. Ihr altes Leben scheint sie weit hinter sich gelassen zu haben. Genau. Das ist es jetzt? Ja, das ist es tatsächlich, ja. Ja, hätte ich mir nicht so vorstellen können. Ne? Das ist da, also aus heutiger Sicht würde ich sagen, ja, das ist ja total normal und das ist total einfach. Und ja, aber damals habe ich, ich weiß nicht, ich kriege auch keinen Bezug mehr dazu, dass ich mir das so, so schwer vorgestellt habe, ne? Oder dass es so schwer umzusetzen war. Weil jetzt bin ich halt im normalen Leben und ich kriege da auch diesen Bezug eigentlich emotional gar nicht mehr hin zu den Gefühlen, die ich damals hatte, dass das alles so extrem schwer fiel. Also ohne fremde Hilfe hätte ich das halt auch nicht so durchziehen können. Die Jahre der Prostitution haben Nadine nicht aus der Bahn geworfen. Traumatische Rückblenden, Flashbacks, all das ist bis heute ausgeblieben. Auch weil ihr Freund den ganzen Weg mit ihr zusammengegangen ist. Das Einzige, was ich halt habe, ist, dass ich wirklich, wirklich oft an diese Zeit denke und davon träume. Aber das ist jetzt nichts, was mich irgendwie negativ beeinflusst. Sogar etwas völlig verloren geglaubtes ist wieder da. Ich für mich empfinde schon, dass ich meine Würde wiederbekommen habe, weil ich mich jetzt halt auch über ganz andere Dinge definiere einfach. 20 Jahre, nachdem der Staat Prostitution in Deutschland gesellschaftsfähig gemacht hat, ist Nadine überzeugter denn je. Das war ein Fehler. Ja, das gehört für mich nach wie vor verboten. Hat sich ja nichts dran geändert, ne? Dass es Menschen unwürdig ist und dass Frauen oder halt auch Männer ausgebeutet werden. Weil das macht es ja den Betreibern und den Kunden und allem, was damit Geld verdient, total einfach. Ich glaube auch nicht, wenn das dann kriminalisiert würde, dass das irgendwie in irgendwelchen Ecken und Unterwelten verschwindet. Weil diese Unterwelten und das gibt es halt heute auch schon. Da ändert sich ja auch dann nichts. Dennoch sind Nadine und Tom alles andere als verbittert. Bis auf ein paar kleine Einschränkungen würde ich sagen, besser kann es gar nicht laufen. Also es ist eigentlich so gesehen besser gelaufen, als ich mir erhofft habe. Seid ihr glücklich? Ja. Also ich bin überglücklich. Ja. Ich habe meine Traumfrau gefunden. Eine Traumfrau, die einem Albtraum entfliehen konnte. Schön, dass es auch im wahren Leben manchmal ein Happy End gibt. Gerade, weil das bei Frauen in der Prostitution die Ausnahme ist.